Homecomputer. Das ist ein Begriff, den es im heutigen Sprachgebrauch eigentlich nicht mehr gibt. Der Begriff stammt aus einer Zeit, in der man unter einem Computer eine sehr große Rechenmaschine verstanden hat, welche beispielsweise bei großen Banken, Versicherungen, in der Industrie, Forschung oder Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kam. Otto Normalverbraucher dachte nicht im Traum daran, sich so ein Ding zu Hause hinstellen zu wollen. Und so ließ sich wohl auch Ken Olsen, der Gründer der Digital Equipment Corporation, zu der Aussage hinreißen, die ihn bis heute fragwürdig berühmt gemacht hat. Er sagte, es gibt keinen Grund, warum irgendjemand einen Computer in seinem Haus haben wollen würde. Das war 1977. Gut, dass die Unternehmen Radio Shack, Apple und Commodore nicht auf ihn gehört haben. Denn diese Unternehmen brachten noch im selben Jahr die ersten Computer für zu Hause, sprich Home Computer, auf den Markt. TRS-80, Apple II und PET 2001 gelten daher als die Urväter unserer heutigen Computer, die wir rings um uns herum wie selbstverständlich im Einsatz haben. Und in dieser Folge wollen wir uns den Commodore PET 2001 einmal anschauen. Gewiss nicht sonderlich tiefgründig im letzten Detail, denn das mag ein 40-Jähriger an seinem Geburtstag ja nicht gerade sonderlich. Viel Spaß! Unsere Geschichte braucht einen Anfang und der Autor legt fest, wo dieser Anfang ist. Also bestimme ich jetzt mal ganz selbstherrlich, die Geschichte beginnt mit Chuck Peddle. Kennt ihr nicht? Naja, dann mal aufgepasst. Chuck Peddle arbeitete ab dem Jahre 1973 für Motorola und war hier maßgeblich an der Entwicklung der 6800 CPU beteiligt. Nicht zu verwechseln mit der 68000er CPU, welche wir vom Amiga her kennen, die gab es damals noch nicht. Nein, der 6800 war ein 8-Bitter. Peddle verkrachte sich jedoch unter anderem wegen Motorolas Hochpreisstrategie mit dem Unternehmen und er wechselte zusammen mit Bill Mensch zu MOS Technologies, einem konkurrierenden Chiphersteller. 1975 brachte dann MOS Technologies die 6501 CPU auf den Markt, welche, oh Wunder, praktisch ein PIN-kompatibler Klon von Motorolas 6800 war, jedoch ungleich günstiger. Das Ding war freilich auf Chuck Peddles Mist gewachsen. MOS bekam für diese Klonaktion ordentlich eine auf den Deckel und musste den 6501 wieder vom Markt nehmen. Praktisch zeitgleich mit dem 6501 allerdings kam aber auch der 6502 von MOS auf den Markt. Ebenfalls ein 8-Bit-Prozessor, der sich vor allem durch seine Unkompliziertheit und seine Leistungsfähigkeit von der Konkurrenz seitens Motorola oder auch Intel abgrenzte. Und ganz zu schweigen von seinem vergleichsweise geringen Preis von etwa $25 pro Stück. MOS 6502 und Motorola 6800 waren sich nun nicht mehr ähnlich genug, um deswegen ins Feld ziehen zu können. Warum es den 6501 dann überhaupt gegeben hat? Nun, manche Quellen sprechen hier von absichtlich produziertem Kanonenfutter, also juristischem Kanonenfutter, um anfallende Rechtsstreitigkeiten mit Motorola schnellstmöglich beilegen zu können. Denn immerhin fand hier ja durch den Personalwechsel von Chuck Peddle und Bill Mensch ein massiver Wissenstransfer unter konkurrierenden Unternehmen statt. MOS Technologies stand zu dieser Zeit nicht gerade auf stabilen finanziellen Beinen. Sein letzter verbliebener Großkunde war der damalige Taschenrechnerhersteller Commodore. Um die Leistungsfähigkeit des 6502 potenziellen Käufern demonstrieren zu können, damals dachte man hauptsächlich an die Industrie, wurde KIM 1 entwickelt. KIM steht für Keyboard Input Monitor und wurde ebenfalls maßgeblich von Chuck Peddle mitentworfen.
Kim entstand im Jahre 1976, im selben Jahr, als Commodore MOS Technologies aufkaufte und somit zu seiner eigenen Haus- und Hof-Chipschmiede machte. Aber Chuck Peddle, nun unter dem Dach Commodores beschäftigt, wollte an dieser Stelle noch nicht aufhören. Er wollte einen richtigen Computer schaffen. Inspiriert hat ihn mitunter auch der Apple Computer, den er 1976 erstmals in Augenschein nehmen durfte. Die beiden Apple-Gründer Steve Wozniak und Steve Jobs wollten nämlich ursprünglich ihren Computer über Commodore vermarkten lassen. Aber wie wir wissen, wurde daraus nichts. Noch ein Funfact am Rande. Steve Jobs wurde in diesen Tagen auch beim deutschen Computerhersteller Nixdorf Computer in Paderborn vorstellig. Blitzte aber an Firmenpatriarch Heinz Nixdorf ab. Dieser soll mit Sicht auf den Apple Computer gesagt haben: Wir bauen keine Gogo-Mobile. Tja, Und ganz nebenbei, das Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn ist eine tolle Pilgerstätte für Nerds. Geht da ruhig mal hin, ich war dort, fand's super. Chuck Peddle überzeugte also Jack Dremel, Gründer und dieser Tageschef von Commodore, davon, dass sich der Taschenrechnerhersteller Commodore zu einem Computerhersteller entwickeln müsse. Mit einem knapp bemessenen Budget ausgestattet, durfte er dann loslegen. Im folgenden Januar auf der Consumer Electronics Show präsentierte Commodore dann ausgewählten Gästen seinen Prototypen. Die Öffentlichkeit bekam den fertigen Computer erstmals im April auf der West Coast Computer Messe in San Francisco zu sehen und das Baby hatte einen Namen. Personal Electronic Transactor, kurz PET 2001. Die Zahl 2001 hat rein technisch gesehen überhaupt keine Bewandtnis. Aber die Parallele zu Stanley Kubricks Science-Fiction-Meisterwerk 2001 Space Odyssey ist gewiss kein Zufall. Auch nicht, dass die Microgrammar-Schriftart des Typenschilds der in eben diesem besagten Film verwendeten Computerschriftart entspricht. Also ganz klare Ansage hier, die Zukunft hat begonnen. Der eigentliche Verkaufsstart sollte nicht vor Oktober 1977 gewesen sein und es ist die Rede von einem Preis um die $800. Ein Jahr später, 1978, gab es den PET 2001 auch hierzulande zu kaufen. Nach seiner Vorstellung auf der Hannover Messe, wo er für einige Furore sorgte, war er dann für stolze 2.900 D-Mark zu haben, was damals wirklich ein Haufen Holz war. Der PET 2001 war im Übrigen der erste Computer, den man per Katalog bestellen konnte. Quelle hatte ihn im Angebot. Es soll hier noch erwähnt sein, dass 1977 auch der Apple II erschien. Dieser basiert auf dem, na, was glaubt ihr wohl, MOS 6502 Prozessor von Chuck Peddle. Der ebenfalls 77 erschienene TRS 80 hingegen setzt auf die Zilog Z80 CPU, war der günstigste der drei und verkaufte sich wohl deswegen anfangs auch am besten. Produziert wurde der PET 2001 bis 1986. Das war es jetzt erstmal ganz grob zur Geschichte. Man darf aber nun nicht glauben, dass es vor diesem Dreigestirn Apple II, PET 2001 und TRS 80 gar keine Computer für den Hobbyisten gab. Es existierte beispielsweise der MIZ Altair 8800, jedoch war das eine Bastelkiste für Hardcore-Nerds mit Lämpchen und Kippschaltern. Mehr was für den Hobbykeller, definitiv weniger oder gar nichts für den Schreibtisch. Kommen wir nun zur Technik des PET 2001. Über den Hauptprozessor 6502 gab es jetzt schon genug zu hören, nur noch so viel dazu, im PET 2001 ist er mit einem Megahertz getaktet. Ab Werk hatte der Computer einen 4 KB fassenden Arbeitsspeicher, später gab es dann 8 KB in Serie. Es sind ja aber noch weitere Aufrüstungen bis zu 32 KB möglich. Der Arbeitsspeicher ist als Static RAM ausgeführt. Grafische Fähigkeiten? Gar keine. Die Maschine kann monochromen Text darstellen und das war's. Naja, immerhin hat der Rechner einen sehr eigenwilligen Zeichensatz, genannt PETSCII in Anlehnung an ASCII, welcher sich in späteren 8-Bit-Modellen von Commodore fortsetzt und mit dessen Hilfe man quasi grafikähnliche Darstellungen erreichen kann, aber dennoch bleibt es immer nur Text.
Vom Band weg hatte der PET 2001 keine Soundausgabe, nicht mal einen Piepser. Am Userport kann zwar ein Speaker dran gebastelt werden, dies war aber, wie gesagt, nicht ab Werk der Fall. Das Betriebssystem befindet sich im ROM und war anfangs das noch ziemlich fehlerhafte Microsoft Basic 1.0. Dies kann ausgetauscht werden und so hat mein PET hier immerhin Basic 4.0 drauf. Anhand dieser Daten muss sich der PET 2001 nicht hinter seinen Konkurrenten TRS-80 und Apple II verstecken, diese waren ähnlich ausgestattet. Einzig der Apple II hatte den Vorteil, einen richtigen Grafikmodus zu besitzen, der sogar das Anzeigen von Farben ermöglichte. Wenn wir uns den PET von außen anschauen, erkennen wir direkt sein größtes Alleinstellungsmerkmal. Er war der erste All-in-One-Computer. Alles, was man für den Betrieb braucht, hat die Kiste schon mit dabei und das Ganze steckt in einem massiven Metallgehäuse. Als Eingabegerät dient diese irrwitzige Tastatur, welche ihre Verwandtschaft zu Commodores wissenschaftlichen Taschenrechnern nicht verleugnen kann. Es ist ein richtiger Krampf, darauf zu tippen, denn die Tasten sind nicht versetzt angeordnet, wie man das eben so kennt, sondern in exakten Reihen und Spalten. Da kotzte Backsteine. Und nicht nur darin unterscheidet sie sich von heutigen Tastaturen. Für C64-Besitzer ist dies hier keine Neuheit, für alle anderen ist es aber der Horror. Die Cursor-Bedienung mit nur zwei Tasten. Die jeweils entgegengesetzte Bewegung erreicht man, wenn man die Shift-Taste mit dazu betätigt. Herr Gott sei Dank hat sich dieses Konzept nicht durchgesetzt. Neben dieser spotthaft betitulierten Mickey-Maus-Tastatur finden wir den Massenspeicher des PET 2001 zum Laden und Abspeichern von Programmen, das Kassettenlaufwerk. Kassetten waren dieser Tage deutlich günstiger als Disketten. Gleiches galt für Kassettenrekorder verglichen mit Diskettenlaufwerken und so zimmerte Commodore eben ein solches Bandlaufwerk hier hinein. Obenauf thront die Ausgabeeinheit ein 9 Zoll Monochrom-Monitor, dessen Helligkeit man rückseitig regulieren kann. Rückseitig finden wir den Hauptschalter, die Netzsicherung, das Stromkabel, sowie drei Anschlüsse, wobei es sich um einen IEEE 488, das soll heißen eine parallele Schnittstelle für bis zu 15 angeschlossene Geräte, einen User-Port und um den Anschluss für ein weiteres Kassettenlaufwerk handelt. 44 cm breit, 48 cm tief und 41 cm hoch ist das Ding. Dafür braucht man erstmal eine passende Stellfläche, die auch nicht zu wackelig sein sollte, denn mit über 18 Kilogramm ist der PET 2001 ein ziemlich probberer Bursche. Sein schieres Gewicht hat durchaus auch einen praktischen Vorteil. Er kann nicht mal so eben auf die Schnelle geklaut werden. Und jetzt kommt mein Lieblingspart an diesem Rechner. Einschalten tue ich ihn nicht so gerne, kann ich als Kind der Amiga-Generation doch mit diesen alten 8-Bit-Kästen kaum irgendwas anfangen, aber es gibt wohl kaum einen anderen Rechner, der sich so stylisch öffnen lässt. Motorhaube auf, Stützstab feststellen und es fehlt hier nur noch eine Stablampe und ich könnte hier mit dem Ölwechsel beginnen. Hier haben wir das Netzteil oder nennen wir es lieber das Umspannwerk und auch gleich einen der Gründe, warum der PET so schwer ist, stand der kostenoptimierten Produktionstechnik eben. Und ja, das Ding sieht nicht nur gefährlich aus, es ist es auch. Bitte hier niemals mit gestecktem Netzstecker drin herumfummeln oder gar in laufendem Betrieb. Generell nicht ohne die Spannungsfreiheit geprüft zu haben, denn schaut euch mal beispielsweise diesen Watts von Kondensator hier an. Seine schiere Größe reicht schon, um zu erahnen, dass der etwas länger seine Ladung hält und entsprechend auch ohne Stecker in der Steckdose noch Dampf auf dem Kessel haben kann. Trotz diesem ganzen Verhaus an Spule und Kondensator sind die Spannungen aber noch nicht gut genug für die Platine. Daher sitzen hier zusätzliche Spannungsregler. Und da die einiges zu tun haben, haben sie auch ein ordentliches Kühlblech. Des Weiteren hat die Kiste alles, was ein Computer braucht.
Der Kenner wird gleich gesehen haben, dass mein Pad hier nicht die ursprüngliche Platine drin hat, sondern die des etwas neueren Modells aus dem 3032 mit weniger anfälligen Dynamic RAM und ROM-Chips, denn die Ursprungsfassung war leider etwas labil. Das hier ist der Arbeitsspeicher und hier finden wir die ROM-Chips, welche den Ansprüchen des Benutzers entsprechend ausgewechselt werden können. Hier sitzt das Betriebssystem, also der BASIC-Interpreter, drin. Das hier ist die vielgefeierte 6502-CPU, die den ganzen Laden am Laufen hält. Dann gibt es noch zwei Peripheral Interface Adapter, kurz PIA, MOS 6520, welche sich unter anderem um die Schnittstellen kümmern. Diese Chips sind übrigens auch im Atari 400 und 800 sowie in vielen Arcade- und Flipper-Automaten anzutreffen, sind halt echte Allrounder. Der Versatile Interface Adapter, kurz VIA, MOS 6522, ist übrigens der Urvater der CIA-Chips, welche wir beispielsweise im C64 und Amiga finden. Hatte in seiner Urform allerdings einen Fehler im Schieberegister. Naja, gut, okay, kann ja mal passieren. Die Videoaufbereitung ist diskret realisiert. Viel ist hier ja auch nicht zu tun. Nichtsdestotrotz wurden die diskreten Schaltkreise in späteren Commodore-Modellen zum MOS 6545 Video Display Chip, kurz VDC, zusammengefasst. Mehr will ich an dieser Stelle jetzt erstmal nicht ins Detail gehen. Hauen wir lieber den Deckel wieder zu und schauen mal, was wir mit dem Pad so anfangen können. Der Pad meldet sich nach dem Einschalten recht nüchtern und teilt uns mit, wie viel Arbeitsspeicher frei ist. Bei mir sind es stolze 32 KB, das ist aber, wie zuvor erwähnt, dem 3032er Board geschuldet. Diese Startanzeige ähnelt sehr den Zeitgenossen TRS-80 und Apple II, aber auch den berühmten 8-Bit-Nachfolgern bis zum Commodore C128. Jetzt sind wir gefragt. Der 9 Zoll kleine Bildschirm kann 40 Zeichen pro Zeile darstellen. Wir können hier nun direkt loslegen mit dem Programmieren oder wir laden ein fertiges Programm. Als Speichermedium diente damals die normale Musikkassette. Aber im Laufe der Jahre wurden die Kassetten selten und ich habe mir anderweitig beholfen. Dieser Adapter hier sieht aus wie eine Kassette, ist aber eine von mehreren Möglichkeiten, den Pad halbwegs modern mit Daten zu füttern. Ich habe auf meinem PC Pad-Programme als MP3-Dateien gespeichert. Das ist naheliegend, denn die Programme sind auf einer echten Diskette auch nichts anderes als hörbare Töne. Man muss halt aufpassen, dass die MP3s nicht zu sehr komprimiert werden, sonst gehen wichtige Frequenzen verloren. Meine Dateien sind mit 256 Kilobits pro Sekunde kodiert. Auf dem Pad geben wir nun Load ein und dann fordert der Pad uns auf, Play zu drücken. Wieder mal genau das gleiche Spiel wie etwa beim C64. Richtige Spezies geben hier natürlich dieses Kürzel ein. Es dauert ja schließlich so unglaublich lange, Load auszuschreiben, ne? Ist klar. Nach Druck auf Play beginnt das Kassettenlaufwerk zu lesen. Wir müssen jetzt eben hier auf dem PC die MP3-Datei abspielen, damit unser PC dem Pad sein Programm auf die Ohren brüllt. Und jetzt bin ich mal ein bisschen still und ihr schaut euch in Echtzeit an, was der Pad so kann. Wobei dies kein Benchmarking sein soll, nur eine Auswahl von Basic-Programmen, die mir zur Verfügung stehen. In Maschinensprache geschriebene Programme laufen schneller.
Wow. Richtung? Da lang? Achso. Ost. Gott. Umgebracht von Lurgi. Nochmal. Wahnsinniger. Gottes Wille. Das ist ja klar. Im Umgang mit Kassetten ergab sich gleich zu Beginn der Auslieferung des PET 2001 ein heftiges Problem. Microsoft Basic 1.0 enthielt einen Fehler, welcher das Speichern unmöglich machte. Nicht selten endete der Versuch in einem Systemabsturz. Spätere Versionen haben diesen Fehler nicht, jedoch war es damals sehr kostspielig für PET-User, das korrigierte Basic in Form von neuen ROM-Bausteinen zu erwerben. Was beim Umgang mit Kassetten wirklich schade ist, denn Laufwerken fehlt ein Zählwerk. Auf eine Kassette können ja locker mehrere Programme hintereinander gespeichert sein, nur woher soll man wissen, wo ein Programm anfängt und wo es aufhört? Es ist ja schließlich keine wahlfreie Diskette, wo man einfach sich mal den Inhalt anzeigen lassen kann und dann sagt Ladeprogramm 1, Ladeprogramm 5 oder Ladeprogramm XY. Nein, auf einer Kassette sind die Daten hintereinander gespeichert. Man muss genau wissen, wo auf dem Band ein Programm zu finden ist. Sicher, wenn man genau weiß, wie das Programm heißt, also man kennt den Programmnamen, da kann man eingeben, Load und danach der Programmname, Play drücken und ja, dann nochmal aufs Klo gehen, sich eine Cola holen, vielleicht nochmal einen Kippenautomat raus, denn dann läuft das Band so lange, dann sucht der PET so lange, bis er dann irgendwann mal irgendwo auf der Kassette dieses eine Programm gefunden hat. Na, damals hatte man einfach noch etwas mehr Zeit. Und das war Teil 1. Ja, sorry, aber ich muss hier raus einen Cliffhanger machen, denn es gibt noch so viele schöne Anekdoten und auch klare Fakten zu diesem Großvater der Homecomputertechnik, die ich unbedingt noch bringen will. Ich bedanke mich hier schon mal bei den Forum64-Usern mkremp, x1541, ADAC, Detlef, Eloy Dorian, Anna Christina, Retrofen, Hugofisch, Zachele, Exorb, MC71 und meinem persönlichen CBM-Papst Joachim Schwanter, der diesen Titel vehement abstreitet. Euch allen vielen lieben Dank bis hierher für die geleistete Unterstützung. Ich war anfangs skeptisch und mehr kalendergetrieben beim Thema PET 2001. Immerhin ist er ja jetzt im Jahr 2017 40 Jahre alt geworden. So richtig warm bin ich mit der Kiste nie geworden, aber ich habe ihr auch nie eine wirkliche Chance gegeben. Durch die Recherchen zu dieser Folge und vor allem durch eure Hilfe habe ich mittlerweile richtig Spaß daran gefunden. Aber Hand aufs Herz, ganz ehrlich, ein 8-Bit-Fan macht das trotzdem nicht aus mir. Bis zur nächsten Folge dann. Danke fürs Zuschauen und Adele, ciao und bye bye. Euer Mick. Gott. Umgebracht von Lurgi. Nochmal. Wahnsinniger. Gottes Wille. Das ist ja klar. Ich mein, ja. Nee, wo ist denn jetzt? Richtung? Ja, gehen wir halt mal West. Geht das? Ost. Geht mal Ost. Okay. Der verrückte Mathematiker. Du hast 10 Sekunden. Sind 10, sind 11, sind 17, sind 25, sind 28. Richtig. Oh, Alter. Aber du brauchtest zu lange. Nochmal, Wahnsinniger. Das ist ja ein geiles Spiel, ey. Das ist jetzt schade, dass das hier Open Source total überblendet ist.
Ich krieg das aber leider nicht anders dahinter. Steht Nightmare Park hat ein neues Opfer. Nochmal wahnsinnige Eierkloe. Also, Wurst. Stampfen, nur ein Buchstabe, stopft sie. Wie jetzt? Oh. Das ist schlecht. Zerstampft. Nochmal. Wahnsinnige. Chloe. Der verrückte Mathematiker. Schon wieder. Sind 17, sind 25, sind 31, sind 39. Richtig. Wieso habe ich zu lang gebraucht? Wahnsinnige. Ajo. Nein! Ich bin so schlecht. 14, 22, 23. Da habe ich wieder so lange gebraucht. Nein, ich mache nicht mehr. Arschloch.